Neuerung Nummer 3. Danach sind wir, glaube ich, durch. Oder haben wir noch was? Ich weiß nicht, was ihr schon alles gemacht habt. Aber wenn du jetzt halt gerade dir denkst, was reden die da? Es gibt schon zwei vorige Videos über die E-Inception-Reihe von Stevens für das Modelljahr 2021. Die kannst du dir gerne auch mal anschauen. Die sind in der Videobeschreibung verlinkt. Ansonsten, wenn du die schon gesehen hast, dann kommt jetzt der finale Teil. Und zwar das zahmste dieser drei Modelle, das E-Inception TR. Kelt. Ja, TR. Weite deines Amtes. Genau, wir haben hier eine 120 mm Federwegsbasis. Und wie man schon sieht, eine Vollausstattung am Fahrrad. Wir kommen mit Aluminiumschutzblechen, Gepäckträger. Der hat ein integriertes System für die Quicklock-Taschen von Ortlieb 3.1. Kann aber auch zusätzlich mit einer Rail versehen werden, als Adapter quasi für jede Tasche. Also du kannst dann da auch VD-normale Ortlieb-Taschen, kannst du da, so wie es jetzt halt ist, hinbauen. Genau, oder? Genau. Und ohne dieses Ding wäre dann quasi schon diese 3.1 von Ortlieb. Genau, okay. Ja. Ja, dann wie erwähnt, Aluminiumschutzbleche. Wir haben 29 Zoll Laufräder vorne und hinten. Das ist die große Besonderheit, weil bei den anderen hatten wir immer Mallet-Bikes. Jetzt genau. Haben wir hier 29 Zoll. Was ist da der Grund dahinter? Es hat sich einmal für den Touring-Charakter des Rades und die Vollausstattung einfach angeboten, da den Komfort maximal hochzuhalten und das Überrollverhalten im Gesamten zu verringern. Ja. Johnny Watts klingt nach E-Bike. Genau, Watts, ist so ein SUV-E-Bike-Reifen, sage ich mal. Der hat ein sehr blockiges Profil, mittig relativ geschlossen, um da leicht abzurollen. Ja. Aber dann auch trotzdem nach außen ein paar Stollen, um da auch im weichen Sandboden im leichten Gelände irgendwie noch genug Halt zu bieten. Also ein optimaler Kiesweg-Reifen. So kann man es nennen. Ja. Die Basis bildet hier ein Aluminiumrahmen von euch, eben aus dieser E-Inception-Reihe. Mhm. Erzähl uns da ein bisschen was dazu. Genau, wir setzen auch hier auf die integrierte Zugführung im Steuerrohr, kommen hier mit dem Anschlagsteuersatz, wie bei den anderen Modellen eben auch schon gezeigt. Wir kommen hier mit einem Bosch-System, 625 Wattstunden Akku. Genau, Bosch G4 CX-Motor. Mit 85 dann schon, der wird schon direkt ausgeliefert. Genau, mit dem neuen System, mit dem neuen Update. Mhm. Die Features wie bei den anderen Rädern auch mit dem gummierten Cover. Mhm. Zur Batterieabdeckung, dem Motocross-Style-Cover auch in dem Bereich. Also ihr habt quasi das vom Mountainbike schon übernommen. Im Grunde genommen habt ihr Schutzbleche, aber es ist trotzdem so, dass halt diese Optik natürlich auch ein bisschen schon etwas rauer sein soll, oder? Genau. Es soll immer noch das Mountainbike bleiben, was es ist, das Inception. Ja. Aber halt hier noch für den, wie möchte man es nennen, vielleicht Alltags... Ja gut, beim letzten haben wir gesagt, eher der tourenorientierte Fahrer, genau, dann ist das eher so der Alltagspendler. Der Alltagspendler. Komfortabler Alltagspendler sozusagen. Ja, wenn ihr da draußen zum Beispiel eine Strecke habt, die wirklich viel über Kieswege geht, ne? Also, gehen wir mal davon aus, du hast vielleicht 20 Kilometer Arbeitsweg, willst du mit dem Rad fahren? Willst kein S-Pedelec nehmen, weil es dann doch in Deutschland noch ein bisschen zu kritisch ist mit dem S-Pedelec. Und hast viel Schotterwege. Warum nicht? Im Endeffekt hast du hier eine komfortable Lösung. Du hast einen Dämpfer hinten drin mit 120 mm und du hast dicke, grobstollige Reifen, mit denen du natürlich auch im Gelände, wenn du auch mal durch den Wald abkürzen willst oder sowas, ist dann eigentlich alles super möglich. Ja, da bist du optimal aufgestellt für jede Art von Offroad-Untergrund, sag ich mal. Oder halt eben auch dann klar, Straße, Urlaub in die Berge, also Trails eher nicht, ne? Da ist es dann eher schon, kommt es an sein Limit. Aber halt eben die Forststraßen, die dann doch mal ein bisschen gröber sind, sind damit auch kein Problem. Ja. Wir kommen hier mit einer RockShox-Ausstattung, ne? RockShox Deluxe Select Plus und eine, was ist das? Die 35er von RockShox. Auch wieder die 35, jawohl. In dem Falle vorteilhaft für uns, dass die jetzt neu mit Gewinden an der Rückseite ist, dass wir das Schutzblech da schön anbringen können und hier keine Schellenlösung machen müssen, sondern wirklich eine cleane Optik haben, eine sichere Anbindung der Schutzbleche. Weiteres Feature des Fahrrades ist eigentlich auch die Beleuchtung serienmäßig verbaut, ist vorne und hinten. Wir haben vorne den Supernova M99 Scheinwerfer mit Fernlichtfunktion. Wie viel hat der? 200? 200? Nagel mich nicht fest. Brutal, ja. Er ist brutal. Und hinten ist im Schutzblech integriert, genau. Und auch noch ein Reflektor hinten drauf, also ihr seid hier absolut auf der sicheren Seite. Was auch noch schön ist, du kannst den Dämpfer hier locken, ne? Also man kann auch den quasi, wenn es jetzt nur noch mal geteerter Fahrradweg ist, wo du sagst, du brauchst den nicht, kannst du den einfach auf den Lockout stellen, das heißt, er federt dann einfach. Du hast dann nur vorne einen, aber da kannst du selbst auch jeden Lockout wahrscheinlich einstellen.
Schaut sehr martialisch hier alles aus. Ihr habt da noch so einen Kettenschutz drauf, ne, auf dem Kettenblatt. Genau, das Kettenblatt ist noch durch einen Kettenschutz geschützt, um auch einfach ja, im Alltag die langen Hosen, dann, die ja häufiger da vielleicht getragen werden, da noch zu schützen davor. Ja. Aber auch wie bei den anderen Rädern kommen wir mit der Dropper Seat Post in dem Bereich, weil es auch einfach also ein Komfortding das ist am Mountainbike ist. So du, in der Ampel. Stadt, in der, du stehst an der Ampel, fährst runter und dann hast du den Sattel weg. Zum Beispiel, und dann beim Losfallen fährst du wieder hoch. Also wir haben mittlerweile viele von diesen Dropper Posts auch in normalen Trekkingrädern verbaut, weil einfach diese, wie du schon sagst, Komfortfunktion, aber halt auch einfach dieser Nutzen, den du dadurch hast, auch gegeben ist. Kettenschutz auch wieder wie beim Mountainbike, ist quasi der gleiche, oder? Ja, genau, das ist das gleiche Prinzip. Kettenschutz. Kettenstrebenschutz. Kettenstrebenschutz. Genau. Ja, das Prinzip ist das gleiche, der feste Kunststoffkern zur Fixierung auf der Kettenstrebe und dann die weiche Gummierung obendrauf mit der Sägezahnoptik, um da die Geräuschkulisse nochmal zu minimieren. Wahnsinn. Also alle, die ein SUV-Bike suchen, sind hier an der richtigen Stelle. Es gibt noch ein ähnliches Rad mit einem Tiefeinstieg. Es ist nicht vollgefedert, aber es ist auch wieder so ein bisschen mehr in diesem SUV-Style. Das gibt es in einem anderen Video. Das verlinke ich euch auch in der Videobeschreibung. Und dann haben wir noch ein zweites Modell dahinter stehen. Das ist ein grünes. Genau. Was hat es damit auf sich? Genau, das hat eine andere Ausstattung als das vordere Modell. Wir haben hier TR6.5, also bietet quasi dann den 500 Wattstunden Akku von Bosch und eine etwas geringere Ausstattung. Wir haben hier die Diore 12-fach-Gruppe dran am Hinterrad. Die RockShox-Elemente zur Federung. Ja, du hast kein Lockout drin, oder? Nee, genau. Genau. Also da musst du damit leben, dass es dann federt. Und eine andere Lampe ist noch drauf. Genau, die Lampe ist anders, aber wir haben auch komplett andere Ausstattung. Genau. Die integrierte Zugführung ist aber auch gegeben bei dem Modell. Ebenso der Anschlagsteuersatz, die Aluminiumschutzbleche. Und also was den Rahmen betrifft, sind sie eigentlich identisch, bis halt eben auf die Anbauteile. Genau. Wir sind dann natürlich auch in einem anderen Preisbereich. Also hier dieses graue Modell, das ist das TR7.6 FEQ. Geht los, nee, kostet 4.999. Und die grüne Variante dahinter, die liegt bei 4.299 und nennt sich TR6.5 FEQ. So, okay. Jetzt sind wir durch. Die Stände haben wir nicht erwähnt. Die Stände haben wir noch nicht erwähnt. Was hat es denn mit den Ständern auf sich? Genau, die Räder kommen mit Ständern quasi in Serie, da das ja ein super Feature ist, gerade um diesen Alltagscharakter des Rades ein bisschen zu stärken, wenn man es irgendwo abstellen muss, Kurzständer, und da muss ich keinen Laternenfall suchen, sonstiges. Ja. Die kommen integriert mit einer eigens entwickelten Aufnahme von uns und sind quasi auch an allen anderen E-Inceptions nachrüstbar. Also auch an der FR-Variante sogar, könntet ihr einen Ständer ranbauen. Ich weiß zwar nicht, warum man das machen sollte, aber man könnte es. Man könnte es. Die Ständer gibt es dann auch, falls ihr ein Rad geordert habt und habt den Ständer vergessen und wollt dann doch einen haben. Die kann man jederzeit bei euch nachbestellen. Genau. Also bei meinem Stevens-Händler könnt ihr jederzeit so einen Ständer nachbestellen. Und die passen da auch exakt rein. Also die Jungs haben sich wirklich dabei Gedanken gemacht. Und man sieht auch nicht, dass die Aufnahme dran ist. Also keine Angst, nicht, dass ihr jetzt denkt, da sind irgendwie die Löcher drin, wie man es manchmal sieht. Man sieht es nicht. Man sieht es nur, wenn er dran ist. Ja. Verschraubung ist von unten quasi gegeben und Gewinde sitzen von innen im Rahmen. Also. Und von der Höhe her, sind die einstellbar? Oder? Ja, die kann man ausgleichen. Da haben wir einen variablen Fuß einfach dran zur Höhenverstellung. Genau. Also solide Technik. Auch als 180er Folie mit Ständer jetzt. Jetzt sind wir aber durch. Ich habe, glaube ich, nichts mehr. Du hast nichts mehr? Dann ich auch nicht. Das war unser Riesenüberblick über die E-Inception-Reihe, die neu ist bei Stevens für 2021. Also wenn ihr euch für solche Räder interessiert, dann geht entweder auf unsere Webseite www.fitbikes.de. Das war's von uns. Gerd, ich bedanke mich. Es war mir ein Fest. Du hast uns sehr viel Infos reingehauen hier. Die müssen wir jetzt erstmal verarbeiten. Und ich glaube, wir gehen jetzt erstmal ein Bier trinken. Ja, wir wünschen euch einen schönen Nachmittag. Ciao.